Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vorredner haben es angesprochen. In diesem Jahr wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Kommenden Donnerstag ist der Geburtstag am 23. Mai. Das Grundgesetz als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Das Grundgesetz sollte eine Ordnung schaffen, die nie wieder Diktatur, Holocaust oder Weltkrieg zulässt. Und das Grundgesetz bildet seit 75 Jahren die Basis für unser Zusammenleben, und zwar in rechtlicher Hinsicht, aber auch weit darüber hinaus. Ein Zusammenleben in Demokratie, in Vielfalt, in Freiheit, mit der unantastbaren Würde für jeden Menschen. Und dieser Geist des Grundgesetzes, der ist nicht verhandelbar. In diesem Jubiläumsjahr des Grundgesetzes ist es darum wichtiger denn je, darüber zu sprechen, dass die Demokratie, so wie sie vom Grundgesetz geschaffen wurde, unter Druck steht. Und das ging nicht durch das Umlegen eines Schalters von der einen auf die andere Minute, sondern unterschiedliche Studien zeigen da einen gewissen schleichenden Prozess. Einen schleichenden Prozess, der einerseits zeigt, dass die Demokratie als Staatsform grundsätzlich weiterhin höchste Zustimmung in der Bevölkerung genießt, aber dass die Umsetzung konkret im Alltag mehr und mehr in der Kritik steht und das Vertrauen leidet in der Gesamtbevölkerung. Und wir haben darüber hinaus auch Druck auf dem Grundgesetz, wenn wir in den Verfassungsschutzbericht schauen, von Demokratiefeinden, von Rechtsextremen mit ihrer menschenverachtenden Ideologie, von Reichsbürgern, die die demokratischen Institutionen nicht nur nicht akzeptieren, sondern sie aktiv bekämpfen, gar Umstürze planen, von radikalen Islamisten, von Linksextremisten und weiteren Demokratiefeinden. Und dieser Druck, der entlädt sich dann nicht mehr nur ausschließlich verbal oder online, sondern eben auch vermehrt in körperlicher Gewalt. Und auch ich will erinnern an den traurigen Höhepunkt einer solchen Gewalt, nämlich 2019, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch Rechtsextremisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Anlass für die heutige Aktuelle Stunde sind Angriffe auf Politikerinnen und Politiker im Europawahlkampf. Und ich wünsche den Opfern schnelle Genesung, und ich glaube, der Rechtsstaat ist hier gefordert. Es muss ermittelt werden, es muss zügig aufgeklärt werden, und die Täter sind vor Gericht zu stellen. Eine Verschärfung des Strafrechts, wie es aktuell ja auch debattiert wird, halte ich allerdings nicht für zielführend. Die Taten, die sind heute schon strafbar. Ich glaube, die Konzentration muss auf zügigen Verfahren und auf einer klaren Anwendung des geltenden Rechts liegen und nicht auf einer Debatte um die Verschärfung. Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewalt in der Auseinandersetzung muss dabei alle Demokratinnen und Demokraten umtreiben. Denn jeder Demokrat könnte der Nächste sein, der davon betroffen ist. Und damit meine ich nicht nur diejenigen, die Politik aktiv, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich machen, sondern damit meine ich ausdrücklich alle Demokratinnen und Demokraten, die sich so fühlen, wenn Gewalt in einer Demokratie mehr und mehr für manche zu einem gar legitimen Mittel wird, sind wir alle in Gefahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und wir debattieren aus Anlass bei Angriffen auf Politikerinnen und Politiker, aber wir sollten auch über die weiteren Menschen sprechen, und das ist schon gerade von Vorrednern getan worden, die unseren Staat repräsentieren und die davon betroffen sind. Es vergeht in Nordrhein-Westfalen statistisch gesehen kein Tag, an dem nicht Polizistinnen und Polizisten bepöbelt, bespuckt, beleidigt, tätlich angegriffen werden. Fast 24.000 Polizistinnen und Polizisten wurden im letzten Jahr Opfer von Gewalt, mehr als jeder zweite Polizeibeamte. Wir hatten über 400 Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte im Rettungsdienst. Wir hatten fast 300 Vorfälle im Bereich der Feuerwehr. Jede zweite Lehrkraft sagt, dass sie schon Opfer von verbaler oder körperlicher Gewalt wurde. Aber eben auch Beschäftigte in Ämtern, bei Jobcentern, in Jugendämtern sind beschäftigt. Über die Hälfte der Menschen im öffentlichen Dienst sagen, sie haben schon Erfahrungen mit Gewalt machen müssen. Journalistinnen und Journalisten gehören übrigens ebenso mit dazu. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die unsere Demokratie auszuhöhlen droht. Und darum ist diese Aktuelle Stunde ein klares Zeichen gegen Gewalt, ein klares Zeichen der Solidarität mit den Opfern, aber auch mit allen Menschen, die in unserem Land jeden Tag
in ihrer Arbeit und in ihrem Ehrenamt dafür sorgen, dass unser Land, dass unser Gemeinwesen so funktioniert, wie es funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen bei den Angriffen auf Repräsentanten unseres Staats, unserer Demokratie, die zeigen eine zunehmende Verrohung in der Gesellschaft. Und das hat viele Faktoren. Der Deutschlandmonitor hat steigende Unzufriedenheit mit der Demokratie Anfang des Jahres ausgewiesen. Es zeigt sich eine neue Verunsicherung, auch demoskopisch, bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein, mit Abstiegsängsten auf einem Level so hoch, wie es selbst zur höchsten Zeit der Pandemie nicht gemessen wurde. Und diese Ängste, diese Sorgen, diese Abstiegsängste, die werden natürlich von Populisten und von Demokratiefeinden auch noch genährt, und zwar aktiv im Alltag, aber natürlich auch online. Und dahinter stecken dann ja oft die Sehnsüchte nach den wenigen einfachen Antworten, die es alles wieder besser machen. Wenn es um die Zukunft des Arbeitsplatzes geht, um die Energieversorgung, um die Herausforderungen im Klimaschutz oder bei der Migration. Aber nichts davon, nichts, aber auch rein gar nichts rechtfertigt Gewalt. Aber es zeigt eben, dass wir neben den klaren rechtsstaatlichen Antworten auch weitere Hebel haben, die wir ansetzen müssen, um gesamtgesellschaftlich dieser Entwicklung uns entgegenzustellen. Und hier in den Parlamenten debattieren wir genau darüber, im besten Sinn, mit Wort und Widerwort. Und wir bilden in den Debatten unsere eigenen Meinungen ab, aber sind vereint in der Überzeugung, dass wir das Beste für die Menschen in diesem Land erreichen können, wenn wir eben diesen demokratischen Wettstreit im besten Sinne ausüben. Und darum finde ich, es ist ein gutes Signal, dass vier Fraktionen heute gemeinsam diese Aktuelle Stunde so beantragt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser gemeinsamer Auftrag zum Geburtstag des Grundgesetzes, aber natürlich auch für die Zukunft, ist, den Geist dieser Verfassung hochzuhalten, vorzutragen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass diejenigen, die unseren Staat repräsentieren, die das Zusammenleben im Grundgesetz repräsentieren, wieder den Respekt und die Wertschätzung erfahren, die ihnen zustehen, arbeiten wir weiterhin gemeinsam dafür. Vielen Dank, Herr Höhne.